So, hallo zusammen. Es wird mal wieder Zeit für ein kleines Update. Ein großes Update, ist ja schon eine Weile her. Ich habe hier ein Männchen. Wer das Video. Ja, super, heute geht's wieder klasse mit dem Zoom. Dankeschön. Wer mein letztes Video von vor ein paar Minuten, nein, ein paar Stunden gesehen hat. Das ist das Männchen, was an meiner Königin hing, das an meiner Scheibe hing. Außen dran. Ja. Eins davon. Das andere Männchen ist abgehauen. Das ist das Männchen, was sie wirklich befruchtet hat. Also das ist dann irgendwann abgefallen. So nennen kann. Und ich habe es angefangen. Ich wollte jetzt warten. Der wird ja sowieso sterben. Ich werde es mir mal genau angucken. Um zu sehen, was es dann vielleicht, um drauf zu kommen, was es dann vielleicht für eine Art ist. So, wir fangen mal mit den Myrmica rubras an. Wie immer. Ja, super Zoom. Autofokus ist was Feines. Wenn es denn funktioniert. Oh Gott, krass. So, wenn ich an meiner Digicam gucken. Naja, auf jeden Fall geht es ihnen gut. Die vermehren sich hervorragend. Es sind auch noch genug. Gelege, also beziehungsweise wir haben noch genug, ja, so ist besser. Wir haben noch genug Larven, wir haben schon wieder einen Haufen Puppen und die eine hier, die trägt gerade die Eier durch die Gegend. Die da. Sieht man es? Ja, man sieht es, ne? Super. Das heißt, da sind auch noch ein Haufen Larven, die auch immer schön gefüttert werden. Ich habe jetzt heute mal so ein bisschen Mix an Futter reingetan. Ein totes Männchen, was ich draußen im Schwarmflug gefunden hatte. Zwei Falter. Deine halbierte sieht bloß aus, als wären es drei. Und eine Fruchtfliege, die ich mal kurz an der Scheibe gefangen hatte. Mal sehen, da können sie sich nachher ein bisschen. Wenn sie nachher schön dran satt fressen und ihren Nachwuchs füttern. So. Ja, da ist die Königin. Sagt, da sind ein Haufen Larven, viele Puppen und noch einen ganzen Mund voll Eier. Zumindest einen Ameisenmund voll. So. Hier habe ich ein neues Formikarium gemacht. Da kommt nachher die große Ameise rein. Die Formica. Wissen wir noch nicht, was es hinten raus ist. Also, es ist eine Formica, aber was es dann zum Ende hin wird, werden dann hoffentlich die Arbeiterinnen zeigen, wenn sie denn geschlüpft sind. Machen wir hier wieder zu. Da habe ich auch ein neues gebaut. Ein doppeltes. Unten ist das Nest. Und oben ist das Formicarium. Das ist für die Lasius niger. Dass sie vielleicht dann umziehen, endlich aus dem Eimer raus. Der war eigentlich nur mal so das erste Formicarium, was ich gemacht hatte. Beziehungsweise, naja, es war das zweite. Na komm, Zoom, nicht Zoom. Auf jeden Fall da irgendwie. Oh, da in der Taschenlampe ein bisschen Licht. Sieht man es, sieht man es nicht. Schon ein bisschen doof, da ums Eck zu filmen. Ich würde sagen, ich stelle es mal geschwind um. Bin gleich wieder da. Und dann kann man es vielleicht besser sehen. So kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Jetzt. Na komm. Ja. Ein bisschen Licht ins Spiel bringen. Da ist die Lasius niger. Immer noch viele Puppen, auch Nacktpuppen dabei, wie wir im letzten Video festgestellt haben. Laufen und Eier waren es auch. Eine ganze Menge. Da. Ja, sitzt drauf. Sehr schön. Ja. So. Wunderbar. Sehr schön. 3 Sekunden, dann ist das HD-Video leider zu Ende. Dann muss ich neu starten. Aber bis dato gucken wir uns die Sache mal an. Hier tragen sie auch schön das Material durch die Gegend. Ich habe ein bisschen Kokosnuss rein für die Springschwänze auch, damit die ein bisschen sich auch verstecken können und nicht alle gleich gefressen werden. So, und da geht jetzt hier der Schlauch rüber. Jetzt ist gleich vorbei. Hier in das neue
kleinen Formikarium, da geht es hier durch ein Loch in der Mitte. Hier sieht man das Graue zwischen dem Wassernapf und dem Kaktus. Geht es hier runter in diesen unteren Bereich von Nest. Na, ich pack's mal kurz aus. So, also hier oben Formikarium durch Loch hier ins Nest. Mit Knetmasse hier ist das Loch, wo sie dann rauskommen. Das geht bis hier unten runter. Ein bisschen anlupfen, dass man es sieht. Hier kann man sehen. Ah, abgedeckt. Ich hoffe, die ziehen um irgendwann. Zur Not benutzen sie es halt als zweites Formikarium, dass wir ein bisschen mehr Auslauf haben. Dass sie ein bisschen weiter raus können. Oben habe ich natürlich feinstes Gitter. So wie mittlerweile überall. Ja, auch ein super feines Metallgitter dran gemacht, damit sie nicht raus können, aber genug Luft rein kann. Ja, fliegt schon eine Mücke rum, die habe ich. Gleich nochmal mit reinschmeißen. So, jetzt gucken wir uns an, was ich gefangen habe, Kinder. So, hier. Alles voll mit Königinnen. Ob die natürlich alle gründen und das überstehen, glaube ich jetzt nicht. Es sind noch welche dabei mit Flügeln. Die werde ich zu früh gefangen haben. Könnt ihr mal schon an ein, zwei reingucken. Ja. Die meisten haben schon Eier gelegt. Einige, wie gesagt, die hat noch Flügel, die hat auch noch nichts. Ich habe jetzt auch welche dabei, die haben Flügel und trotzdem Eier gelegt. Das war, glaube ich, die 6, die gewesen sein. Nein. Ah, war sie? Nein. Die 8. Die 5 war es. Die hat. Also auf jeden Fall hat eine hat Flügel und trotzdem Eier gelegt. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Entweder alles oder gar nichts. Und das sehen wir dann mal. Ich glaube, was die hier. Aber auch eine kleine ganze Menge Eier. Also nicht nur ein paar, sondern gleich so. Einen riesigen Stapel. Das sind 19 Königinnen. Alles die gleichen sind, glaube ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass nicht alles die gleichen sind. Wir müssen gucken, abwarten, wie das jetzt dann nach dem ersten Schlüpfen aussieht. Was da noch passiert, was da rauskommt. Und dann kann ich das vielleicht mal ein bisschen bestimmen. Zur Not, muss ich mal eine Umfrage starten. Oh, 19 Bilder irgendwie irgendwo reinstellen, ist schon mal ein bisschen schwierig, um rauszukriegen, was es für welche sind. Vielleicht mal einen Fachmann anschreiben oder so. Mal schauen. Ihr dürft mir gerne dabei helfen, wenn der ein oder andere eine erkannt hat und sich da sicher ist oder wenigstens annähernd sicher ist, was es denn sein könnte, darf sich ruhig melden, in die Kommentare schreiben. Oder Privatnachricht, das ist völlig egal. Wie derjenige möchte. Wie gesagt, ich mache da, glaube ich, auch nochmal ein extra Video zu, das und gucken, dann können wir die alle einzeln nacheinander angucken. Und dann weiß einer andere vielleicht dann eh schon eher, was es dann für eine Art ist. Bin mal gespannt. So, das war's erstmal dazu von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es bringt euch ein bisschen weiter. Vor allem an die Neuen, wenn Fragen sind, fragt Kommentare immer nur rein damit. Diskussionen auch kein Problem. Wie gesagt, das, was ich weiß, kann ich beantworten. Zur Not sind auch noch andere Mitkollegen bzw. Mitameisenhalter, die dann ein bisschen besser Bescheid wissen, die da auch gerne antworten dürfen. Ich habe da keine Schwierigkeiten damit, dass jemand anders auf die Frage antwortet, wenn ich sie nicht beantworten kann oder zu langsam bin oder sonst irgendwas. Jetzt geht der Akkusparmodus los und Video ist auch gleich zu Ende. Somit wünsche ich euch einen schönen Abend.
Ich hoffe, der Ton hat es jetzt mit aufgenommen. Einen schönen Abend wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Euer Schwabe. Ciao.